Hallo ihr Lieben und seid ganz herzlich willkommen zu einer weiteren Folge. Wie steige ich auf? Wir befinden uns momentan auf Platin 1 Niveau mit, ich glaube, 77 oder 67 Punkten. Das heißt, so oder so, wir brauchen noch zwei Siege, um in die Platin Diamond Promo zu kommen. Das ist ja unser Hauptziel. Wir befinden uns in der Champion Selection und inzwischen wird der Malzahar einfach komplett immer gebannt. Ich muss kurz was picken. Ich weiß ehrlich gesagt noch nicht was. Irgendwas mit... Vielleicht mal wieder eine Runde 6. 6 geht immer. Ich habe Angst vor LeBlanc, aber okay. 6 ist ein recht sicherer Pick. Wobei, so wie es aussieht, kann es ja sein, dass... Oder ziemlich wahrscheinlich, dass ich gegen den Lulu ran muss. Oder Karma. Also einer von beiden ist Support, einer ist in der Mitte. Generell habe ich jetzt auf jeden Fall schon mal Wave Clear. Wir haben ein recht solides Team soweit. Kurz die Runen und Masteries checken. Okay, das auf jeden Fall nicht. Wir gehen natürlich auf Thunderlords mit Siegs, um Trade-Potenzial zu haben. Spell Damage, das gefällt mir sehr gut. So können wir bleiben. Und ich überlege mir allerhöchstens noch... Oh, ich nehme auf jeden Fall den Arkanisten Siegs. Der ist cool. So, ich überlege mir noch, ob ich meine Standard-AP-Ruhe nehme oder Magieresistenz mit rein tue. Ich glaube, ich nehme die Standard-AP-Ruhe, weil Magieresistenz bringt mir nichts gegen Graves. Okay, das ist mein erstes Spiel des Tages, meine erste Aufnahme. Deswegen, falls ich müde klinge, wisst ihr wieso. Und eine Sache wollte ich noch sagen, die mich ein bisschen nervt, und das ist, ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass wir jetzt Juli, August die heftigste Sommerzeit Deutschlands haben. Oder ob es an den Rollen Mitte Jungle liegt, die ich calle. Aber ich habe zwischen 7 und 10 Minuten Q-Time im Platin 1 Bereich. Es ist ziemlich krass jetzt. Das nervt einfach, 7 bis 10 Minuten auf ein Spiel zu warten. Das ist gute Zeit, die verloren geht. Ihr könnt es mir auch nochmal in die Kommentare schreiben. Meint ihr, das liegt einfach an der Jahreszeit? Beziehungsweise liegt es daran, dass ich Mitte und Jungle queue? Oder liegt es tatsächlich an der Elo? Aber das glaube ich nicht, weil ich habe in Diamond zu guten Zeiten nicht so viel Q-Time gehabt. Nebenbei den Energy Gun. Und mir ist aufgefallen, es gibt keinen in Platin 1 mehr, der richtig suckt. Klar gibt es immer diese eine Ausnahme, wo es nicht funktioniert, aber keiner suckt wirklich und man muss sich auf jeden Fall konzentrieren und richtig spielen. Also es ist doch die Lulu Support, also Karma Mitte, okay? Karma Mitte ist für Six auf jeden Fall okay. Und ich sehe Premates. Ich sehe, Karma und Lucian sind Premates und bei mir sind es Hikarim und Wayne. Dann kann es natürlich sein, dass du Hikarim in die Botlane sitten will. Ich persönlich mag Zilean. Ich weiß, die Wayne hat geschrieben, please don't pick Zilean. Ich finde Zilean im Late Game sehr stark. Die Ulti ist sehr geil, gerade für einen Wayne. Wayne kann schneller gemacht werden, also... Okay. Ich wollte übrigens, mein ursprünglicher Plan war es, Katus Mitte zu spielen. Das werde ich auch definitiv in den nächsten Games nochmal bringen, wenn ich die Mitte bekomme, weil ich finde, Katus nach wie vor ist ein sehr, sehr, sehr cooler Pick. Viele wissen nicht mehr ganz, wie sie gegen ihn spielen. Und diese Ultimate ist so eklig. Wirklich, gerade die Botlanes und die Toplanes, die achten gar nicht mehr richtig drauf. Wenn sie low gehen, es wird einfach immer so knapp getradet. Keiner hat immer mehr im Hinterkopf, dass dann Katus ist. Aber als ich das Team gesehen habe, die haben ja Lulu und Shen zuerst gepickt, dachte ich mir so, Katus ist vielleicht nicht das Beste. Die haben beide jeweils ein Schild plus eine Ulti zum Retten. Und jetzt, wo sie auch noch Karma haben, bin ich froh, dass ich kein Katus gepickt habe. Der Graves wird sowieso noch einen Hexdrinker bauen. Also wäre die Katus-Ulti wahrscheinlich selten durchgekommen. Sie haben ein potenzielles Invade-Team. Ich werde hier mal covern und mich hinstellen. Sicher ist sicher. Die haben den Graves Jungle. Graves Jungle wird Level 3 kommen können. Graves Jungle wird Level 3 Mitte oder Bot gehen. Denke ich mal. Ich denke, er startet oben. Ich würde als Graves Jungle oben starten. Okay. Wir haben den Hikarim, das ist sehr geil. Und Gnar. Ich finde, Gnar kommt erstmal ganz gut solo klar. Botlane wird schwierig, denke ich. Ja, Botlane könnte schwierig werden am Anfang. Und Mitte ist auf jeden Fall das größte Skill-Matchup.
Jungler, da wird Graves am Anfang wahrscheinlich ein bisschen mehr machen, aber Hikarim hat definitiv auch Potenzial. Es ist mehr, wie die rotieren, wie sie auf die Map schauen und so weiter. Ich mache immer gerne einen kleinen Trick. So. Damit kriege ich vielleicht die erste Bombe hin. Ah, sie positioniert sich leider oben. Schade. Wenn die erste Bombe trifft, ist immer schon ein kleiner Sieg. Jetzt habe ich zwar kein Ward, aber. Ah, die Bombe hat sie nicht erwischt. Natürlich immer mit Six ein bisschen versuchen, über die Minions zu feuern. So. Ja, sie pusht jetzt auch. Okay. 6 CS zu 5, sie hat einen verpasst. Normalerweise gehe ich viel aggressiver, aber ich will erstmal gucken, wo der Graves so hinkommt. Jetzt bin ich Level. Ich bin vorher Level 2. Jetzt habe ich auch ein CS verpasst, sie aber wieder. Es ist bisher ganz knapp. Jetzt lasse ich sie pushen. Hundertprozentig. Denn die Stärke von Karma ist Level 3. Sie läuft auf dich drauf und bindet dich. Und ich habe keine Lust, das erste Opfer von Graves zu werden. Okay, sie ist Level 3. Sie positioniert sich schon so, als ob sie was will. Okay, ich dachte, der Hackerin kommt. Warum kommt er nicht? Das war doch perfekt. Jetzt habe ich keine Mana mehr. Das ist nicht so cool gewesen. Die Bombe hat nicht getroffen. Ich kann gerade nicht recallen, das ist gerade sau eklig. Oh mein Gott, ich habe den Cannon nicht bekommen. Mein Gott. Hat sie geknallt? Sie hat geknallt, okay, gut, dass ich geflasht habe. Grave Spot zwischen dem Turm. Boah, sie hat fast das Doppelte an CS von mir. Ich bin so gefickt gerade. Oh, sie bleibt. Oh. Sie bleibt.
Oh, wo sind die Bomben? Warum sitzen sie nicht? Oh mein Gott, ich hab sie sogar noch erwischt. Ich hab die Kammer sogar noch erwischt, aber leider nicht im Zentrum, deswegen ist sie nicht gedroppt. Okay, da ist der Graves. Jetzt kann ich wieder einiges an Farm gut machen. Oh mein Gott. Viele hätten gesagt, die Ulti war verschossen, aber ich habe sie vom Rico abgehalten. Genau sowas muss man einfach manchmal wagen. So eine Blind Ultimate. Hoffentlich ist sie nicht mehr da, dann verpasst sie zumindest diese Wave. Und ich bin nur noch 7 CS hinten. Oh mein Gott, ein bisschen zurückgekämpft. Das macht mich ehrlich gesagt ziemlich happy. Okay, die Frage, ob ich Blue Buff haben kann oder ob ich den dritten kriege. Vicarin jetzt auch Level 6 geworden. Wave pusht stark gegen mich. Drei CS Unterschied. Sie kriegt gerade den Blue Buff, da bin ich mir schon mal sicher. So, mit 6 pushe ich aus. Okay, dann versuche ich den. Mach schnell den Blue, gell. Mach schnell den Blue. Warum kommt Hickering nicht? Er hat keinen Bock. Nice. Huh, das war Klose Aprikose. Hickering will die Mitte machen, macht es solo und kommt weg. Sweet. Ich warte und mach mal einen Pinkpot hier. Okay, Graves ist nicht mehr da. Er ist wahrscheinlich hier. Nein, er ist da unten. Okay. Graves ist nicht am Red. Das heißt, er könnte Bot sein. Vorsicht, Botlane. Krass, Hickery macht einfach solo die Karma, Alter. Wie hat er das gemacht? Ich habe wenig Mana, das ist gerade mein Problem. Machen Sie den Drake? Okay. Ich muss noch zwei Waves auspushen, wobei eigentlich reicht es, wenn ich eine auspushe. Geht die Kammer Bot oder Drache? Wait, sie ist nicht hier. Ich müsste es schaffen, hier zu recoil. Fuck, ich stehe nicht im Gebüsch. Okay, aber sie chase mich nicht mehr. Ich musste flashen. Fuck. Das war wieder, weil ich ein bisschen zu sloppy gespielt habe, wenn ich ehrlich bin. Ich habe mich extra schon oben positioniert, aber die Karma einfach mit ihren Einsatzschuhen plus Speedbuff ein wenig zu schnell. Farm ist gleich. Und das Gute an Six ist immer noch, egal wie behind ihr kommt, ich bin ja nicht mehr behind, aber egal wie behind ihr kommt, ihr könnt Wave clearen. Das ist eine große Stärke. Okay, Graves ist top.
Fuck! Fuck! Oh, da dodgt der Graves mein Burst, indem er einfach rüberslidet und mich dabei killt. Das hat mich echt hart geraggt. Das hat mich hart geraggt. Shit. Ich habe ehrlich gesagt ganz am Anfang gedacht, oh, der Graves ist low, wir sind voll. Der wird abhauen. Der wird nach oben abhauen. Deswegen habe ich meine Ulti hier platziert und noch eine Bombe geschmissen. Aber da, er ist nach vorne geslidet. Die Ulti hätte ich mir früher auf jeden Fall aufsparen müssen. Egal. Support an Karma. Karma steht 0-2. Wenn das weiter so geht, wird sie noch salty. Das kann man eigentlich ausnutzen. So. Karma fehlt gerade. Ich habe gerade keine Tränke, keine Ward. Ich will gerade einfach nur safe mein Morellos farmen. Okay, will Hecarim gerade kommen? 29 Gold. Kommt die Karma hoch, à la Countergang? Moved sie direkt? Ne, sie moved nicht. Fuck you! Schon wieder die Ulti aggressiv gedodged. Aber es hat sie natürlich gemacht, weil sie wusste, dass der Graves von oben kommt. Der Support von Graves hilft ihr auf jeden Fall. Wie viel Geld brauche ich noch? 25. Ja, komm, ich warte hier. Ich könnte jetzt einen Dorans verkaufen, auch für einen Trangon und für einen Ward. Aber jetzt muss ich erstmal zusehen, dass ich irgendwie zurück ins Game komme. Um ehrlich zu sein, auf lange Sicht haben wir eh gewonnen. Wayne Late Game. Hecarim wird auch richtig brutal, bei ihm läuft gerade. Eigentlich sollte ich echt nur noch safe farmen. Und wisst ihr was? Von der Theorie her, ich habe es gerade laut ausgesprochen, ich mache es einfach. Okay, ich brauche halt nur... Ja, wobei Blue Buff ist jetzt nicht so wie ich habe mein Morellos. Hier ist gerade kein Ward. Okay, die Lulu war gerade hier. Da ist ein Orb, den kill ich noch schnell. Zack. Holy crap. Na gut, jetzt, spätestens jetzt, das war das Zeichen, einfach Wave clearen. Zack, schön aus der Entfernung, das geht so easy. Tick, tick, tick. So, wie lange halten die Minen noch? Okay, sie sind weg. Hätte klappen können.
Holy crap, ist der Shen tanky. Holy crap, ist der Shen tanky, aber wir haben doch ein bisschen Damage gemacht. Hätte ich jetzt meine Ulti noch gehabt. So, das Minenfeld liegt. Der Reset vom Drake läuft. Fuck. Ich hab keine Mana. Ich hab keine Mana. Vielleicht kann die Wayne noch aufräumen. Schönes Condemn. Da hilft auch die Ulti nicht. Wobei der Graves Burst noch einiges raus. Gnar kriegt die Toplane. Holy crap. Graves, no Flash. Fuck, die Seelen Ulti bringt keine Mana wieder, oder was? Eigentlich schon. Vielleicht nicht auf Level 1. Okay, wir müssen erstmal in Damage kommen. Die Schuhe sind nicht so wichtig. Okay, ich bin das Opfer dieses Spiels. Ich nehme es auf meine Kappe. Ich bezweifle, dass ich den Blue Buff kriege, um ehrlich zu sein. Er gibt die mir. Jetzt kann's losgehen. Jetzt kann's losgehen. Jetzt kann ich hier bombardieren. Zack. Der Six ist gerade so komisch nach vorne gelaufen, habt ihr es gesehen? Ach, die wollen den Water Drag machen. Jetzt sehe ich's. Die machen den Drake, ich mach den Tower. LOL? Fuck that shit. Vielleicht kriegt Wayne den Turm. Na, wobei. Wir haben immer noch das Late Game. Ich fühle mich einfach nur wie das Opfer gerade. Ich warte auf Schuhe. Es ist unmöglich, bei der Hitze aufzunehmen. Oh mein Gott. Ich denke, Wayne stirbt trotzdem. Ich lauf schon mal hin, ich weiß, dass die Karma kommt. Ich
auch schon. Richtig schöner Double-Stun von Sian, aber warum ultet der mich nicht? So schön erstmal die Botlane bekommen. Okay, never mind. Ich habe 2 Kills. Das reicht mir schon mal. Die Gegner pushen nicht weiter, wir farmen weiter ab. Gib der Wayne noch ein bisschen Zeit. Egal wie krüppelig dieses Game aussieht, wir können uns zum Sieg krüppeln. Oh, nette Bomben. Haben den Tower wieder gesaved. Die Wayne hat auch schon kompletten Hass auf jeden Fall auf den Sidian. Ich hasse den Sidian nicht, nee. Ist egal, er hat die Ulti nicht gemacht, aber... Ich glaube, er dachte, ich bin sowieso tot und das denke ich nämlich auch. Okay, der Wave Clear ist jetzt wieder da, Baby. Nice, danke fürs Level Up, Bro. Ich finde den Shen so tanky. Aber Wayne ist perfekt, um Shen zu holen. Ich hab gleich wenig Mana. Ihr seht, ich kann das so easy wave clearen. Danke. Level 13. Oh shit, I'm dead. Ich lebe! Are you kidding? Oh oh, die Lulu kommt. Okay, sie kommt nicht. Hat schon mal nicht schlecht angefangen. Können wir noch ein bisschen chasen? Sie hat den Red Buff. Oh mein Gott, ich habe jetzt mein Item. Wir machen Baron. Das ist das der Comeback Baron. Okay, Shen haben wir auch und wir können pushen. Holy crap, wir können pushen und der Fire Drake ist ab. Lass uns den Fire Drake noch machen. Wir können ihn easy holen, Alter. Was ein Comeback! Ja, das sollte reichen. Okay, Wayne werde ich den Farm sicherlich nicht klauen. Die ist nämlich unsere Fahrkarte zum Sieg.
okay. 2000 Gold, dafür kann ich ein bisschen einkaufen. Nochmal das an Farm genommen, was ich kann. Alle waren jetzt back. Jetzt hole ich mir mein Void Staff, ein Blue Trinket, ein Pink Ward. Und jetzt müssen wir groupen. Am coolsten wäre noch, wenn ich einen Pink Ward bekommen würde. Sian ist inzwischen auch sehr effektiv. Guck mal, er hat einen Morellos, er hat eine Träne und er hat einen Frost Claim. Das heißt, er hat schon etwas AP. Er hat 40% Cooldown Reduction. Das ist das Wichtigste. Okay, der Pink Ward ist schon mal nicht schlecht, um hier ein bisschen flanken zu können. Rantasten. Und jetzt poken. Oh, jetzt wird gepokt. Die sind schon low. Mega Gnast dabei zu kommen. Er geht rein. Oh, die Wombo. Fuck, yes. Ich denke mal, ist es okay? So, jetzt bin ich raus. Oh oh. Oh mein Gott. Oh mein Gott, gewinnen wir das jetzt oder was? Der Gnar kam da wirklich noch rein. Tower down. Mit 6 geht das gut. Ne. Never. No way. No fucking way! Ne. Ey Leute, ich hab echt so reingesackt dieses Game. Oh mein Gott. Good job, Team. What? Ich hab's in die. Wie habe ich es in die Serie geschafft? Ich brauche doch nur einen Win. Habe ich im letzten Spiel nichts verloren oder was? Holy crap, wir sind in der Diamond Promo, Leute. Und da muss ich definitiv noch einen draufsetzen, wenn wir das gewinnen wollen, ey. Okay, Damage habe ich noch ein bisschen gemacht, aber das ist halt 6. Der Poke war zum Glück noch spürbar am Ende. Holy crap, guys. Holy crap. Leute, dieses Wetter bringt mich um, ne? Wir haben 33 Grad draußen. Ich habe keine Klimaanlage, keinen Ventilator, gar nichts. Deko sagt, ich muss die Tür zu haben, weil er selbst aufnimmt und wir uns sonst stören werden. Holy crap! Leute, ich hoffe, es hat euch gefallen. Das war ein sehr komisches Game, aber dann plötzlich ist es explodiert. Mein Mikrofon geht gleich kaputt. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein, schreibt in die Kommentare das, was ich zu Beginn meinte. Wie ist es bei euch mit der Q-Time? Liegt es an der Zeit oder woran liegt es, dass ich wirklich fast 10 Minuten warten muss? Yo, haut rein, bis zum nächsten Mal. Peace.